Hallo, willkommen zu einem ersten Video vom Kriegsspiel. Ich werde das heute wahrscheinlich so ein bisschen mischen mit Live- und After-Action-Report, je nachdem, Spielleiter ist das nochmal was anderes als ein Spieler, wie es halt irgendwie passt, ne? Das gesagt, wenn ihr jetzt selber Spieler in der Runde seid, dann solltet ihr die Videos am besten noch nicht gucken, klar, ne, weil ihr einfach zu viele Infos dann bekommt. Also wartet einfach, bis die Runde dann vorbei ist, ne, mal ein paar Tagen. So, jetzt geht's los. Ich habe direkt mal angefangen mit den Sowjets, denen in ihren Channel eine atmosphärische Meldung zu machen. Und zwar haben die einen Funkspruch vom Staffel bekommen, der denen genau erklärt, was sie bei der Mission machen sollen. Ja, man kann nicht einfach überbetonen, wie wichtig diese Meldung ist. Die sagt genau, was die Missionsziele sind. Radiogramma ad stavki Komu, товарищу генералу Снегурову, Первая армия. Data: 2. июня 1900. Scherz beiseite. Also ich habe das tatsächlich mit der AI, habe ich mir einen deutschen Text geschrieben, Funkspruch schön ausführlichen, rollenspielmäßig, habe dir dann Russisch übersetzt und dann in den andere AI gegeben, dass ein Russe das vorliest. Ich dachte mal, machen wir mal erstmal ein bisschen Druck und Panik bei den Russen, dass sie das nicht verstehen. Schneeflocke meint ja, er will das den deutschen Kriegsgefangenen vorspielen. Ich habe aber schon eine deutsche Version, allerdings ist die noch krasser, die deutsche Version. Ich zeige die euch aber jetzt gerade mal, ich gebe denen das auch, den Jungen. So, also das war der Funkspruch hier, das ist ein bisschen länger, ne? Aber schön atmosphärisch, wie ich hoffe, vom Stafka. Und jetzt kommt die deutsche Sprachausgabe. Ich warne euch schon mal vor, das Programm hat er richtig Ulk gemacht. Das war, ja, es war nicht ganz super fürs Rollen. Also ist auf jeden Fall witzig, das nehme ich jetzt trotzdem rein. Ich kriege eh keine bessere Version. Ist auf jeden Fall zum Lachen. So, und jetzt halt die deutsche Übersetzung davon. Aber ich warne euch vor, also das ist schon fast Klamauk, was die KI da gemacht hat. Funkspruch vom Stavka an. Genosse General Schneeflocke. Armee. Datum 2. Juni 1904. Dringend und unverzüglich. Genosse General Schneeflocke. Die strategische Bedeutung der Stadt Borinow und der Brücken, die die beiden Uferseiten miteinander verbinden, kann nicht genug betont werden. Sind von entscheidender Wichtigkeit für die Verteidigung unserer Linie. Und das Fortbestehen unserer gesamten Kampagne. Es ist ihre absolute Pflicht, Borinow und die Brücken um jeden Preis. Ein Verlust dieser Positionen wäre nicht nur ein taktischer Rückschlag, sondern würde auch schwerwiegende Konsequenzen für die Sowjetische Union nach sich ziehen. Die feindlichen Kräfte dürfen keinen Fuß auf diese kritischen Strukturen setzen. Wir erwarten von ihnen, dass sie alle verfügbaren Mittel mobilisieren, um die Stadt und die Brücken zu ver... Rückzug oder Aufgabe sind keine Optionen. Jeder Soldat, jede Waffe und jede Ressource muss zur Verteidigung eingesetzt werden. Genosse General, seien Sie sich ja bewusst, dass das Versagen, die Brücken zu halten, schwerwiegende persönliche Konsequenzen für sie haben wird. Die Augen des Mutterlandes und des Volkes sind auf sie gerichtet. Enttäuschen Sie uns nicht. Der Sieg an diesem Schauplatz ist unerlässlich für den Erfolg unserer Mission und die Zukunft unserer Nation. Genosse General für das Mutterland, Stefka! Okay, also das war dann die KI, wie sie lebt und lebt, der sogenannte Arnold in der KI. Also es war, also man kann das, das hätte man einfach nicht selber machen können, glaube ich, mehr Comedy, ne? Ich wollte zwar eigentlich ernst haben, es scheint aber unmöglich zu sein damit, ich schaffe es zumindest nicht, aber das war jetzt so lustig, ich habe es einfach reingenommen. In jedem Fall hat er eine schöne Betonung am Schluss gehabt, ja, wie wichtig die ganzen Sachen sind. Ich glaube, dass die Wichtigkeit der Mission, eben die Brücke zu halten und die Stadt zu halten vor allem, dass die durchgekommen ist, ja? Weil die hatten ja schon angedeutet, dass sie die Brücke wahrscheinlich selber sprengen wollen sogar. Und der Politoffizier vielleicht einen Unfall hatte, wenn ich die richtig verstehe. Naja, in jedem Fall ist das nochmal deutlich geworden, hoffe ich, dass sie die Brücke nicht sprengen sollen und die Stadt und so weiter. Aber mal gucken, wie sie sich dann verhalten. Und ja, jetzt muss ich mal sehen, ob ich nochmal mehr solche Meldungen machen will. Weil, sind wir mal ehrlich, die Qualität ist, glaube ich, nicht für ein Rollenspiel super geeignet. Von daher mache ich wahrscheinlich normale Funksprüche nur schreiben im Moment wieder, ne? Das macht, glaube ich, am meisten Sinn.